Hallöchen, meine Freunde, und willkommen zurück zu Renders Monday. Und jetzt geht's auch zur Sci-Fi-Con. Gehen wir hier hin. Oh je, er schon wieder. Stopp mal, Freundchen. Herrgott, was habe ich jetzt gemacht? Genau das will ich rausfinden. Sind Sie Mr. Hicks? Mr. Hicks war mein Vater. Sie können mich Randall oder Mr. Fantastic nennen. Ach, wissen Sie was? Ich will, dass Sie mich Mr. Fantastic nennen. Ganz vorsichtig. Ich will gleich zur Sache kommen. Ihr Freund Matthew Griffin wurde in seinem Apartment ermordet. Ermordet? Ja. Sind Sie sicher, dass es kein Selbstmord war? Sie scheinen ja gut Bescheid zu wissen. Oh nein, es ist nur, er sagte, er würde sich umbringen, wenn das Remake von Wii die Besucher gestrichen wird. Und das wurde es, und ich habe diese Tatsache vor ihm geheim gehalten. Aber möglicherweise hat er es herausgefunden. Als die zweite Staffel anlief, wusste ich, dass seine Tage gezählt sind. Ich habe keine Zeit für diese Scheiße. Du kommst jetzt mit mir. Tut mir leid, aber ich habe echt zu tun. Das war keine Bitte. Ich sagte, du kommst mit mir. Okay, ist ja gut, aber fangen Sie nicht an, mich Susan zu nennen. Sag mir nicht, was ich zu tun habe. Warte, ihr Kleiner. Sie sind der Boss. Randall? Oh mein Gott, Randall! Was ist es diesmal? Was ist es diesmal? Es ist Matt. Oh, was für eine Überraschung. Es ist passiert. Was genau? Matt, er hat's doch getan. Was? Wovon redest du? Er hat sich eingefroren. Freiwillig? Natürlich, weißt du. Er hat seit Monaten von nichts anderem geredet. Gott, ich vermisse ihn so sehr. Ich würde alles tun, um ihn zurückzubekommen. Warum passiert mir sowas? Eigentlich überrascht mich das nicht. Meinst du, sie können irgendwas tun, um ihn zurückzuholen oder so? Ich meine, er ist doch nur eingefroren. Sally, das hier ist das echte Leben. Wenn Leute eingefroren werden, sterben sie. Ich wünschte, das hier wäre Futurama, aber das ist es nicht. Ich hätte nie gedacht, dass er es wirklich tun würde. Ich kann einfach nicht ohne ihn leben. Wenn es doch nur einen Weg gäbe, das rückgängig zu machen. Ich schwöre, ich würde ihn nie wieder anschreien, nur weil er trinkt oder wegen seiner Science-Fiction-Sucht. Ich wünschte, es gäbe etwas, das ich tun kann. Rückgängig? Sally, es gibt keinen Weg, das rückgängig zu machen. Also außer du findest einen Typen, der die Zeit zurückdrehen kann. Aber ansonsten musst du akzeptieren, dass Matt nicht mehr bei uns ist. Du, komm her, jetzt! Die Pflicht ruft. Frag sie auch gleich, ob sie jemanden bei der CIA kennen, der die Zeit zurückdrehen kann oder sowas. Es muss doch da jemanden geben, der sich mit Zeitreisen auskennt, oder? Sag ihn, Geld spielt keine Rolle. Ich kann seine Magic-Karten verkaufen. Bitte frag sie. Okay, mach ich. Okay. Was wollen Sie von mir? Das mit deinem Freund scheint dich ja nicht so zu kümmern. Man gewöhnt sich an solche Sachen. Du bist es also gewohnt, Leichen zu sehen? Und es interessiert dich nicht mal, dass diese hier von deinem Freund ist? Wissen Sie, ich habe seine Leiche schon so oft gesehen. Du genießt das, oder? Ach, kommen Sie schon. Sehen Sie sich nur mal sein Gesicht an. Ist doch ziemlich lustig, oder? Oh, bitte. Ich werde beweisen, dass du ihn umgelegt hast. Und wenn es soweit ist, werde ich dafür sorgen, dass du den Rest deines Lebens hinter Gittern verbringst. Das haben schon ganz andere versucht und sie alle haben versagt. Fassen Sie mich nie wieder an. Ich habe die Schnauze voll davon, jeden Tag dasselbe durchzumachen. Ich habe nichts getan. Kapiert? Jeden Tag? Sergeant, unsere Tests zeigen, dass die Temperatur des Eises bei 43 Grad unter Null liegt. Celsius oder Fahrenheit? Kelvin. Das ist nicht möglich, Ned. Es geht nicht tiefer als bis zum absoluten Nullpunkt. Tja, jetzt schon. Der Frostomatic 9000 ist der Hammer. Hey, ihr Deppen. Könnt ihr vielleicht mal die Fresse halten? Ich versuche hier einen Verdächtigen zu verhören. Oh, jetzt geht das wieder mit dem Verdächtigen los. Warum glaubst du, dass es Selbstmord war? Hören Sie, Matt war seit Jahren total besessen von der Idee, sich einzufrieren. Er sagte, er wolle eine Zukunft sehen, die von Maschinen beherrscht wird. Das ist etwas kompliziert. Armer Bastard. Und was hast du in der Gegend gemacht?
Solltest du nicht auf der Arbeit sein? Eigentlich war ich gerade auf dem Weg zur Arbeit, als ich ihm über den Weg gelaufen bin. Als ich meinen Boss das letzte Mal gesehen habe, gab es ziemlich einen Anschluss. Seitdem gehe ich nie eher aus dem Weg. Und was geht hier das an, was ich in meiner Freizeit mache? Das mache ich, sag ich mal. Was geht Sie an, was ich in meiner Freizeit mache? Technisch gesehen ist das keine Freizeit. Ich bin sicher, Emerson wartet mit einem wichtigen Päckchen auf dich. Kann schon sein, aber ich streike gerade. Streiken? Ach, nennen Sie es Streik oder nennen Sie es heute keine Lust zum Arbeiten. Oder vielleicht bin ich auch einfach beschäftigt, damit Beweise zu vernichten, die mich mit diesem Fall verbinden und komme deswegen nicht zum Arbeiten. So oder so, Sie verstehen das sicher. Niedlich. Ich kann mir sehr gut dein Gesicht vorstellen, wenn die Zellentür für immer hinter dir zufällt. Glaube ich kaum. Was? Wollen Sie mich etwa verhaften? Den Witz kenne ich nämlich schon. Alles zu seiner Zeit. Gab es zwischen dir und Mr. Griffin Probleme? Eigentlich nicht. Warum? Ich stelle hier die Fragen. Warum hast du ihn in den Kühlschrank gesperrt? Hab ich nicht. Also hast du jemand anderes für die Drecksarbeit angeheuert, hä? Verstehe. Oh, jetzt mal im Ernst. Sehe ich so aus, als könnte ich mir einen Auftragskiller leisten? Ich sag dir mal lieber nicht, wie genau du aussiehst, Kleiner. Weißt du, warum du hier bist? Heute? Keine Ahnung. Warst du gestern etwa auch hier? Tja, also das ist eine lange Geschichte. Und ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass sie mir die abkaufen. Ich habe reichlich Zeit. Erzähl mir alles, Kleiner. Okay, also... 15 Minuten später. Und deswegen muss ich Doc retten, bevor ich den DeLorean an eine Dampflok ankoppel, um in das Jahr 1985 zurückzukehren. Nein. Moment, ich glaube, ich habe den Faden verloren. Genug, ich will kein Wort mehr hören. Sergeant, wir sind hier fertig. Und? Tja, so seltsam es klingt, es war Selbstmord. So begeht doch niemand Selbstmord. Wer wäre so dämlich? Matt! Matt ist so dämlich. Haben Sie Matt jemals getroffen? Schnauze, mit dir bin ich noch nicht fertig. Und ihr? Was macht euch so sicher, dass er das selbst getan hat? Da ist ein Abschiedsbrief am Kühlschrank. Da steht was von einer Zukunft, die von Maschinen beherrscht wird. Handschrift habt ihr geprüft? Ja, wir haben sie mit den Drohbriefen verglichen, die er an die Ärzte ohne Grenzen geschrieben hat. Passt. Warum sollte jemand die Ärzte ohne Grenzen bedrohen? Naja, Matt dachte, sie hätten seinen Hund entführt. Weiß auch nicht mehr warum. Dann habe ich rausgefunden, dass Matt nie einen Hund hatte. Seine Freundin hat ebenfalls bestätigt, dass er schon oft darüber gesprochen hat, sich kryogenisch einfrieren zu lassen. Na, vielleicht ist die Welt ohne ihn besser dran. Okay, wenn wir dann durch sind, verschwinde ich mal. Ich habe noch zu tun. Hey, nicht so schnell. Der Einzige, der hier abhaut, bin ich. Ich muss ein paar Fakten überprüfen. Werd mal ein paar Informationen einholen. Oh, kommen Sie schon. Sally ist auch schon weg. Das Mädchen war völlig durch den Wind. Sie musste mal nach Hause und etwas runterkommen. Ja, also ich könnte auch etwas Ruhe brauchen. Mir gehen langsam die Kopfwitze aus. Großartig. Vielleicht kommt dann mal was Zusammenhängendes aus deinem Mund. Erwarten Sie nicht zu viel. Du dreckige Made. Du gehst nirgends hin, bevor ich nicht ein paar Anrufe gemacht habe. Oh, kommen Sie schon. Ich muss noch... Du musst gar nichts. Der Verdächtige verlässt diesen Raum unter keinen Umständen. Ja, Sergeant. Ja, Sergeant. Sie können mich hier nicht festhalten. Ich bin mir fast sicher, dass ich nichts getan habe. Vielleicht. Aber ich hab dir ja gesagt, dein Gesicht passt mir nicht. Ich bin in ein paar Minuten wieder da. Naja, wenigstens hat er mich dieses Mal nicht Susan genannt. Okay, dann kann ich auch wieder in die Küche reingehen. Und mal den Abschiedsbrief lesen. Ich habe endlich eine Entscheidung getroffen. Ich möchte allen danken, die mir geholfen haben, diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Nun kann ich sie endlich sehen. Die Zukunft beherrscht von Maschinen. Danke, Mutter, für den neuen Kühlschrank. Seine Gefrierkapazitäten sind unglaublich. Es tut mir sehr leid, Sally. Du hast diese Art Unglück nicht verdient. Ich hätte dir so gerne alles gegeben, aber ich habe den Willen zu leben verloren. Zumindest solange der Planet nicht von Maschinen beherrscht wird. Aber wie der gute alte Jules Winfield schon sagte, die Waffe in der Hand. Der Pfad der Gerechten ist auf beiden Seiten gesäumt mit Freveleien der Selbstsüchtigen und der Tyrannei böser Männer. Gesegnet sei der, der im Namen der Barmherzigkeit des guten Willens die Schwachen durch das Tal der Dunkelheit geleitet. Denn er ist der wahre Hüter seines Bruders, und der Retter der verlorenen Kinder.
Ich will große Rachetaten an denen vollführen, die da versuchen, meine Brüder zu vergiften und zu vernichten. Und mit Grimm werde ich sie strafen, dass sie erfahren sollen, ich sei der Herr, wenn ich meine Rache an ihnen vollstreckt habe. Ezekiel 25,17. Ja, alles klar. Er ist gefroren. Irgendwas, was ich mitnehmen könnte? Bier. Wahrscheinlich, um die Wachen da abzulenken. Geht nicht, ist zu hart. Ich will diese Magnete. Ja, erhitzen können wir ja nichts, oder? Mikrowelle habe ich, also zum Aufwärmen habe ich nichts, oder? Okay, das Hotdog ist vergammelt. Lecker. Ich glaube, ich habe hier gerade nichts zum Wärmen hier. Vielleicht kann ich ja den Polizisten das Bier anbieten. Schauen wir mal hier, Biere. So, wer will ein kühles Blondes? Bist ein Lebensretter, Kleiner. Ja, das höre ich öfter. Obwohl die meisten Leute denken, ich sei einfach nur sarkastisch. Hey, mach sie wenigstens für uns auf. Das sind keine Schraubverschlüsse. Wir sind doch keine Superhelden. Ah, die Superhelden sieht der echt nicht aus. Aber Matt genauso wenig. Und ich habe gesehen, wie er Flaschen mit seinem Ohr aufgemacht hat. Außerdem, der Gedanke zählt, oder? Nein, Kleiner. Alkohol ist, was zählt. Und der ist noch nicht in meiner Leber angekommen. Okay, okay. Okay, dann müssen wir den irgendwie auf, die irgendwie aufkriegen. Kann ich die, habe ich irgendwer Werkzeug, damit ich das machen kann? Lichtschwert, geht das so? Es gibt keinen Grund, das zu machen. Okay. Gleich mit dem hier. Vergiss es. Die Tele. Uff. Ich glaube nicht, dass das was bringt. Haben wir ja irgendwo was, wo ich reinschauen kann? Ich krieg sie nicht auf. Hätte nicht mit Training aufhören sollen. Ich muss niesen. Vielleicht mit dem Lichtschwert? Es gibt keinen Grund, das zu machen. Aye. Gleich mit dem Hammer. Ich kann nicht einfach alle meine Probleme weghämmern. Oje, du bist ganz schön schwierig, Randall. Okay, schauen wir mal kurz hier nochmal rein. Keine Message mehr. Randall muss in der Kirche gehen und dort zwei Flaschen Bier von Dresden einstecken. Sie sind verschlossen und liegt anscheinend geöffnet. Also bleibt da nur Mads gefrorene Leiche und Bier. Ja, lecker. Tut mir leid, dass ich deine sterblichen Überreste entweihen muss, aber ich habe keine Wahl. Oje. Ich wusste, dass ich mich ein letztes Mal auf dich verlassen kann. Alles klar. So, dann nehmen wir die Bier hier, bitteschön. Hey, hat dir jemand Importbier gesagt? Nein, aber ich nehme trotzdem eins. Danke, Kleiner. So arbeitet man gern. Tja, hier gibt's nur feinste Qualität. Auf all die armen Bastarde, die den Januar durch Selbstmord zum besten aller Monate machen. Lieber nicht. Und auf all die verdammten Säufer, die jedes Wochenende freiwillig in der Leichenhalle enden. So, jetzt muss ich nochmal weiter. Auf den Irren von letzter Woche, der mit seiner AK-47 auf den Glockenturm geklettert ist. Tja, dank dem hatten wir die ganze Woche zu tun. Einer nicht mehr auf die Rennen achten, das ist eine Scheiße. Als erstes schnappt ihr die Sprühflasche von einem Altersheim vergiftet hat. Im Wohnzimmer Sprühflasche. Meine Hände haben immer noch diesen alte Leute-Geruch. Und dann war da noch dieser Typ, dem sein Wasserkocher um die Ohren geflogen ist, oder? Ja, tot. Vorgestern draufgegangen. Hölle. Dann mal auch auf seine Gesundheit. Ah, ich hab eine Idee. Na gut. Dann eben. So.
Ölflasche und wahrscheinlich Streichhölzer. Das wollte ich schon immer mal machen. Also wir laden jetzt nochmal Streichhölzer. Das hätte keinen Sinn. Wenn ich schon was hochjage, dann nur mit Sinn und Verstand. Okay, müssen wir nochmal nachschauen. Ich reite ins Wohnzimmer. Die Küche und die Spülmaschine mit der Streichhölzer, die Flasche wird dabei beschädigt. Wenn du versuchst, die Schublade zu öffnen, wirst du feststellen, dass eine Kälte öffnet, sie ein Stück und klemm dann die Spülflasche dazwischen. Ah, okay. So, dann machen wir das. Und jetzt kommt das mit den Streichhölzern. Was zur Hölle war das? Oh, nichts. Nur Blähung. Mein Magen war die letzten Tage etwas verstimmt. Großer Gott! Du solltest mal zum Arzt damit gehen. Ich weiß. Tut mir leid. Schon okay, sei einfach still. Zwing uns nicht, dich an die Leiche deines Freundes zu ketten. Wäre das nicht etwas grausam, Alter? Hey, schon verstanden. Ich bin ganz ruhig, versprochen. Fuck! All der Ärger für eine blöde Gabel? Gott, ich hoffe, die wird wenigstens noch mal nützlich. Okay, kann ich mit der Gabel jetzt das hier? Das muss ich doch nicht aufgabeln. Sieht etwas lockerer aus, aber ich krieg ihn noch nicht ab. Hier vielleicht mit dem Hammer? Der ist schon spröde und ich will ihn nicht kaputt machen. Ach, Randall, du altes Mimöschen. Der ist schon spröde und ich will ihn nicht kaputt machen. Oh, come on. Es gibt keinen Grund, das zu machen. Dann muss ich wieder reingucken. Ich muss feststellen, dass ich gleich öffne, ein Stück kleine Spülflasche, ja. Jetzt bin ich Streich und Spray. Ja. Ich wollte es lesen. Der Stalaktit ist nun leicht beschädigt und wenn man ihn mit einem Entenbügel steckt, bricht der Spitz ab. Nimm dies und benutze den mit dem Küchenfenster. Dann wird die Flucht durch ein Loch ins Fenster ermöglicht. Oje, okay. Da hätte er schon sowas sagen können. Kalt. Aber okay. Die beiden kennen wir auch, oder? Sein Bob und Jay, alles klar. Hi. Was zum Geier soll das denn heißen? Hallo? Wir kennen dich nicht mal, Kumpel. Also verpiss dich. Hey, was ist denn dein Problem, Alter? Ich hab doch nur Hi gesagt. Oh, mein Fehler. Manchmal kriege ich mich nicht ein. Ich bin Jay und das ist mein Hetero-Lebenspartner Silent Bob. Nette Verkleidung. Habt ihr euch richtig in die Charaktere versetzt, was? Verkleidung? Wovon zur Hölle redest du? Egal. Also, wieso seid ihr gar nicht auf der Sci-Fi-Convention? Das war eigentlich der Plan, Mann, dass wir auf diese scheiß verfickte Nerd-Convention gehen. Aber dann ist uns aufgefallen, dass das ja voll die scheiß Schwanzparade sein muss. Und wir stehen auf Muschis. Ich meine, Weiber. Verstehe. Na dann, ich will auch gar nicht eure Zeit mit meinem Scheiß verschwenden. Sehen uns. Klar, Alter, sehen uns, Mann. Snoogens. Was? Was? Ich hab nichts gesagt, Mann. Okay. Ich bleib lieber auf Abstand. Ich habe keine Lust, dem Kerl zu begegnen, wenn er seinen Schwanz zwischen die Beine geklemmt hat. Und ich fürchte, darauf würde es hinauslaufen. Okay, dann gehen wir einfach mal. Okay, wo sind wir denn jetzt hier? Oh Gott, ist das unser Freund, der Polizist?
Entschuldigung, wohin soll's gehen? Wissen Sie nicht, wer ich bin? Ich war Mr. Lukas' persönlicher Assistent. Ich habe hier Jaja erschaffen. Wissen Sie nicht, wer ich bin? Ich war Mr. Lukas' persönlicher Assistent. Ich habe Jaja erschaffen. Ausweis oder sonstige Papiere? Oh, bitte. Was glauben Sie, wen Sie vor sich haben? Dreckigen Wookie? Wenn Sie ein Android wären, hätte ich Ihnen schon beide Arme ausgerissen, wissen Sie? Oh, sicher. Wie in dieser Serie, was? Ja, wirklich sehr clever. Was für eine Serie. Murray, ich rede hier von echtem Kino. Ich spreche von dem, was man allgemein die Saga nennt. Ich rede vom guten alten Han, der wunderschönen Leia und dem Todesstern. Ich kann einfach nicht glauben, dass Sie nicht wissen, wovon ich rede. Was? Junge, hast du dir den Kopf gestoßen oder so? Ich bin ein echt großer Science-Fiction-Fan und Track Wars hat es nie auf die große Leinwand geschafft. Track Wars? Was zur Hölle soll das sein? Hey, etwas mehr Respekt. Hier ist eine ganze Legion von Track Wars-Anhängern, die wirklich wütend würden, wenn sie das gehört hätten. Aber wovon reden Sie? Meinen Sie Captain Kirk und die USS Enterprise? Was? Ist das dein Ernst? Das Schiff heißt Millennium Enterprise und der Name des Captains ist Luke Spockwalker. Er hat das Kommando seit Lando Kirk Christian es ihm übergeben hat. Na toll. Ich habe die berühmteste Science-Fiction-Saga der Welt zerstört. Mann, das ist echt ätzend. Ich hasse diesen verfickten Ring. Der bringt nichts als Unheil. Ist der aus Harry und der Herr von Narnia? Mann, ich liebe diesen Hobbit-Zauberer. Die Abenteuer, die er mit dem feigen Löwen und dem Blechmann erlebt, sind klasse. Endlich etwas Gerechtigkeit. Kann ja nicht alles furchtbar sein. Also, was war jetzt mit einem Ausweis? Mal sehen, Sekunde. Ich habe eine Menge Kram in meinen Taschen. Wie wär's damit? Zeitverschwendung. Damit kommst du hier nicht rein. Oh Mann, ich habe ganze Haufen von Schrott dabei. Irgendwas davon muss mich doch reinbringen. Unwahrscheinlich. Murray, ich muss da rein. Hey, Vorsicht. Ich habe einen Schlagstock und ich werde ihn benutzen. Aber Murray, ich muss da rein. Es geht um Leben und Tod. Ja, ich weiß nicht, woher du meinen Namen kennst. Aber ich lasse dich trotzdem nicht rein. Dann sagen Sie mir doch einfach, wie ich reinkomme. Kauf ein Ticket. Okay. Ich würde gern ein Ticket kaufen. Ausverkauf. Oh, das kann nicht Ihr Ernst sein. Tut mir leid, Kleiner. Da kann ich nichts machen. Also das heißt, dann gehen Sie doch einfach zur Seite. Kommen Sie, Murray. Spielen Sie nicht den harten Kerl. Das steht Ihnen nicht. Oh, kommen Sie, Murray. Spielen Sie nicht den harten Kerl. Das steht Ihnen nicht. Dein Verhalten fängt an, mir auf die Nerven zu gehen. Ich bin ein Mann des Gesetzes. Ich verlange etwas Respekt. Und ich verlange Einlass. Sehen Sie? Die Welt ist wohl nicht perfekt. Hey. Aber machen wir es doch so. Ich behandle Sie mit ein bisschen mehr Respekt und Sie lassen mich rein. Deal? Nein, Junge. Kein Deal. Hau ab. Murray, Murray, Murray. Da geht etwas Unheimliches in dieser Stadt vor. Ja, das machen wir ja so. Da geht etwas Unheimliches in der Stadt vor. Was meinst du, Junge? Mach mir keine Angst. Ja, naja. Sie denken wahrscheinlich, dass das albern ist. Na los, raus damit. Ich bin Officer Murray, Kleiner. Schon vergessen? Du kannst mir vertrauen. Naja, ich meine diese Koala-Bären. Die sind überall in der Stadt. Ich meine, ist das normal? Du hast recht. Und es ist eine Schande. Die stiften überall nur Unheil und machen die ganze Nacht Stress. Unmöglich, da Schlaf zu bekommen. Echt? Wow. Ich würde echt gerne so einen Kampf sehen. Würde ich nicht empfehlen. Die sind überraschend blutrünstig. Ich habe ja kein Problem damit, wenn jemand sich einen als Haustier hält. Aber ich hasse streunende Koalas. Von den Krankheiten, die sie verbreiten, gar nicht erst zu reden. Oder der Tatsache, dass sie sich wie die Ratten vermehren. Koalas als Haustiere? Wow, man lernt immer noch was dazu. Nicht wahr? Ich habe Hunde viel lieber. Oh! Und weißt du, was ich besonders hasse? Oh ja, das würde ich wirklich sehr gerne wissen. Diese Ehren-Koala-Fans, die bringen mich echt zur Weißglut. Überall Eukalyptus. Und wegen denen riecht die ganze Stadt nach Koala-Scheiße. Man sollte sie in einen Käfig mit 200 von diesen Biestern stecken, alle ausgehungert. Das wäre ihnen eine Lehre. Wow, Murray, ich habe sie noch nie so wütend gesehen. Tut mir leid.
Diese Sache mit den streuenden Koalas geht mir wirklich nahe. Tja, dann lassen wir das Problem mit den Alligatoren in der Kanalisation mal bis morgen ruhen. Na, vielen Dank, Kleiner. Jetzt mache ich heute Nacht kein Auge zu. Jetzt könnt mir über die Sekunde schon... Okay, Murray, ich habe was Besseres zu tun. Ich bin weg. Okay. Na los, drück mal ein Auge zu. Was muss ich machen, um da reinzukommen? Das ist einfach. Kannst du irgendwie belegen, dass du da drin sein solltest? Naja, jetzt wo sie es sagen? Ich glaube, ich habe nichts in meinem Inventar gefunden. Ich glaube, ich habe nichts in meinem Inventar gefunden. In dem Fall kann ich wohl nur sagen, dass du hier bleiben musst, um mit mir den schönen Tag zu genießen. Murray. Ja? Sie machen sich schon wieder an mich ran, oder? Was? Nein, ich meinte nur, dass... Sie wissen doch selbst, dass das nie was werden würde. Junge, Klappe zu! Hast du jetzt einen Ausweis oder nicht? Oh, das wird schwierig. Aber hatten die nicht in der Gasse einen Ausweis? Nee. So stark bin ich nicht. Ich spring nicht über eine Absperrung. Na, da ist noch der... Ah, schaut mal da. Wir sind wieder da bei dem Haus. Ja, das war falsch. Ich wollte eigentlich hier. So, schauen wir mal. Muss ich wieder Katzen umbringen. Geh zum Amazon Express und gib deinem Boss den Unterwäschekatalog, den du in der letzten Episode gefunden hast. Ja, das haben wir ja. Ah, wartet mal. Wir haben ja das Paket. Wenn du hier bist, um etwas anzuliefern, bräuchte ich sowas wie einen Lieferschein. Ernsthaft? Da ist der knackte Lieferschein. Hier, ich muss dieses Päckchen abliefern. Hier ist der Schein. Das beweist noch gar nichts. Die Adresse hast du doch sicher selbst geschrieben. Könnte sein, zugegeben, aber so war's nicht. Sie sind sehr misstrauisch, Murray. Wenn das mit uns beiden je was werden soll, müssen Sie mir schon vertrauen. Ich kenne dich nicht mal. Oh, das reicht jetzt aber. Können Sie lesen? Haben Sie das in der Schule gelernt? Dann lesen Sie das hier. Na, du arbeitest also für Amazon Express. Okay, sieht alles in Ordnung aus. Dann mal rein mit dir. Wurde auch Zeit. Gott, ich hätte mich schon vor Stunden einfach reinschleichen können, aber ich plaudere einfach so gern mit Ihnen. Komm schon, geh einfach rein. Okay, den kenne ich auch. Ein massiver Metallriese. Da haben wir Gordon Freeman aus Half-Life. Aus irgendeinem Krimi. Dann haben wir da auch noch irgendwas, was ich kenne die nicht. Nur die. Was hat denn Star Wars mit Wookiee zu tun? Mortimer. Das ist ein Superman. Okay. Gut, dann quatschen wir erstmal. Ich glaube nicht, dass ich so einfach den Kaffee nehmen darf. Ich quatsch erstmal. Hey, hey. Ah, wie kann ich helfen? Verkaufst du noch irgendwas außer Hotdogs? Nein, tut mir leid. Ich hatte auch Krabbensaft, aber der ist alle. Ah, Mist. Ach, ich weiß. Alle Arschlochkinder trinken das heutzutage und ich habe einfach keinen mehr. Ist echt eine Schande. Na dann. Man sieht sich, denke ich. Denke ich auch. Darf ich einen Kaffee nehmen? Hey, Kleiner, Finger weg von meinem Kaffee. Ach, komm schon. Ich wollte nur einen kleinen Schluck. Von meinem scheiß Kaffee? Du spielst wohl. Hau ab. Okay, dann müssen wir irgendwie an den Kaffee ran. Oh, ich rede nie mit diesen Leuten aus. Es muss unbedingt sein. Und das sehe ich nicht passieren. Okay. Oh, ich rede nie mit diesen Leuten aus. Es muss unbedingt sein. Und das sehe ich nicht passieren. Wow. Der macht keine großen Worte. Ich bin sicher, der Typ hält sich wirklich für den letzten Sohn Kryptons.
Ich glaub's nicht. Bist du das, Morty? Ist das ein Kostüm oder siehst du einfach so aus? Bezahlst du eigentlich irgendwann mal deinen Teil der Miete? Ich weiß, Morty, du liebst teures Spielzeug. Immerhin unterschreibe ich ja jedes Paket, das du bekommst. Also zwing mich nicht, drastische Maßnahmen zu ergreifen. Verdammt! Der Bastard ist einfach zu schlagfertig. War schön zu sehen, dass du mal unter die Leuten kommst. Wo geht's zur Toilette? Ach, vergiss, du weißt ja nicht mal, was das ist. Weißt, was ich für ein großer Fehler von dir im Zimmer, um das nicht zu lassen, nur mal so. Okay, ich bin übrigens schon, in den du rauskommst, wenn ich schritt eine Dusche sein, denk einfach mal drüber nach. Weißt du, ich glaube, es war ein großer Fehler von dir, dein Zimmer unbeaufsichtigt zu lassen. Nur mal so. Hat keinen Sinn. Okay, was kann ich denn noch machen? Wollen wir mit dem Mel reden? Guten Morgen. Was gibt's? Suchst du was Bestimmtes? Nicht wirklich. Dann hör auf, meine Zeit zu verschwenden, Kleiner. Als wenn sich mit dieser Freakshow rumärger nicht schon genug wäre. Mein großer Freund ist, wenn du bist schon ein dickes Geschäft, suchst interessante Sachen. Du bist also noch dick im Geschäft und suchst nach interessanten Sachen? Klar doch. Aber heute bin ich nur für das Geek-Zeugs hier. Weißt schon, Shirts, Comics, Miniaturen, Actionfiguren und all der Kram. Also, hast du kein Interesse an einem Teleskop-Entenbügel? Mit diesem Baby ist nichts mehr außerhalb deiner Reichweite. Ich hatte gerade ein Déjà-vu. Und nein, kein Interesse. Heute geht es nur um Merchandise. Hätte nie gedacht, dich hier zu sehen. Glaub mir, ich auch nicht. Aber mein Schwager hat gesagt, es wäre eine gute Gelegenheit, meinen Horizont zu erweitern. Neue Kontakte knüpfen, kennst du das ja. Mir war langweilig, also bin ich hergekommen. Aber alles, was ich hier sehe, ist eine Bande Nerds, die nichts kaufen oder verkaufen. Ja, ihre Mütter haben ihnen wahrscheinlich gerade genug Taschengeld für ein oder zwei Actionfiguren gegeben. Da musst du wohl mit klarkommen. Ja, ich verstehe das schon. Aber ich hoffe, die Leute kaufen bald irgendwas. Es wird spät und ich fange an, die Geduld zu verlieren und das macht mich nervös. Und wenn ich nervös werde, fange ich an, Mercury Cola zu trinken. Und wenn ich Mercury Cola trinke, passieren Dinge. Schlimme Dinge. Ich hoffe, ich bin noch da, wenn das passiert. Tja, dann, ich werde mal weiter. Gut für dich. Okay, schauen wir mal da weiter. Psst. Hey Randall, komm mal her. Was treibt dich denn her? Sollte ich dich nicht umlegen, wenn ich dich je auf einer dieser Conventions sehe? Nein, das war Matt und der ist schon tot. Also... Wie viel für den hässlichen Ring? Wie viel für den hässlichen Ring? Mehr als du dir leisten kannst. Das weißt du gar nicht. Randall, ich kenne dich sehr gut. Und glaub mir, der Ring ist weit über deiner Kragenweite. Ich könnte dasselbe über dich und die Schauspielerin von Super Zuckerschnecke sagen. Tiefschlag, Alter, Tiefschlag. Weiß ich, aber egal. Ich bin nicht hier, um über deine Gefühle zu reden. Ich bin geschäftlich hier, also raus damit. Wie viel für den blöden Ring? Eine Menge, Randall. Wir reden hier von einer astronomischen Summe. So groß, dass du nicht mal... Oh, entschuldige, Charlie. Was sagtest du? Wie viel hast du da? Ganz ehrlich? Keine Ahnung. Hab mit zu viel Geld angefangen. Jetzt ist es vielleicht ein bisschen weniger, aber ich gebe dir das ganze Bündel für den Ring. So einfach ist das nicht. Dieser Ring ist vielleicht der wertvollste Gegenstand der ganzen Convention. Ich kann ihn nicht einfach dem erstbesten Typen geben, der mit einem Bündel Geld rumwedelt. Oh, Charlie, bitte, ich flehe dich an und du weißt, wie sehr ich flehen hasse. Ich muss diesen Ring kaufen. Das ist sehr wichtig. Ach, armer Randall, du benimmst dich ja, als wenn sonst die Welt untergeht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du kannst losgehen und noch mehr Kohle auftreiben, oder? Mich überraschen. Oh, ich könnte dich auf so viele Arten überraschen, aber dann würden die Leute die Cops rufen. Außerdem, wo soll ich denn noch mehr Geld herbekommen? Ich weiß, ich benutze den Namen manchmal, aber ich bin nicht Donald Trump. Es gibt viele Wege, schnell an Geld zu kommen, Randall. Du kannst auf den Strich gehen, was klauen, deinen Körper für medizinische Experimente anbieten. Mach, was du willst. Sieh mal. Wir kennen uns nun schon seit Jahren und auch wenn ich dich nie als Freund betrachtet habe, ich würde dir den Ring gerne überlassen.
Es ist offensichtlich, dass du verzweifelt bist, auch wenn ich nicht ganz verstehe, warum. Ich verstehe ja selber nicht, warum ich das alles mache. Ist ein schmutziger Job, aber irgendwer muss ihn ja machen. Pass auf, wir machen das so. Besorg mir Geld und der Ring gehört dir. Ich verspreche, ich werde ihn nicht verkaufen, bis du mehr Asche aufgetrieben hast. Wenn du bis Sonnenuntergang nicht hier bist und ich ein gutes Angebot bekomme, muss ich ihn verkaufen. Deal? Deal. Warte einfach hier. Ich besorg mehr Geld und wenn ich dafür Nonnen ausrauben muss. Was ist mit deinem Finger passiert? Was ist mit deinem Finger passiert? Tja, das war ein kleiner Unfall. Hast du ihn dir abgeschnitten? In etwa, ja. Aber der Doc hat ihn wieder angenäht bekommen. Ach Mann, das war deine Chance, mal den Roboterfinger zu tragen, den Matt dir zum Geburtstag geschenkt hat. Zunächst mal, das war nicht mein Geburtstag, sondern die Beerdigung meines Cousins. Zweitens, er hat ihn mir nicht geschenkt, er hat ihn mir an den Kopf geworfen, als ich die Grabrede gehalten habe. Und drittens, das war kein Roboterfinger, sondern ein Chicken Stick. Oh, echt? Tut mir leid, mein Gedächtnis ist nicht mehr das, was es mal war. Okay. Ich hab dich letzte Nacht im Claytons gesehen. Oh, ja. Naja. Ich war da, meine Sorgen ertränken. Was ist los? Hast du rausgefunden, dass deine Internetfreundin ein Kerl ist? Nein, Alter. Wonder Comics hat Captain Red abgesetzt. Echt? Warum das? Hat sich nicht so gut verkauft in letzter Zeit. Naja, das ist halt so nach über 35 Jahren auf dem Markt. Nein! Er ist der größte Comic-Superheld aller Zeiten. Ich bin mit ihm aufgewachsen. Er war immer für mich da, wenn es mir schlecht ging. Außerdem, jetzt wo Super Zuckerschnecke sein Sidekick ist, machen sie grandiose Team-Ups. Okay, Charlie, jetzt mach dich nicht nass. Ich versteh's. Die Welt braucht einen Captain Red. Der soll der Freund von Super Zuckerschnecke sein? Niemals. Naja, sie arbeiten zusammen. Was für ein Loser. Wie alt ist Super Zuckerschnecke eigentlich mittlerweile? Ist das wichtig? Ja, also ich bin mir gerade nicht mal sicher, ob sie noch in ihren 40ern ist. Deine Meinung. In dem Unterwäschekatalog von 1972 wird Super Zuckerschnecke als Frau ihrer Zeit beschrieben. Und um ehrlich zu sein, wenn man sich auf den Stil konzentriert, sieht man das auch. Trotzdem, selbst du kannst nicht leugnen, dass sie immer noch total heiß aussieht. Ja, das stimmt schon, aber das liegt vielleicht daran, dass sie eine Zeichnung ist. Was meinst du damit? Super Zuckerschnecke hat immer noch Oberwasser. Aber Captain Red... Was genau ist das Problem mit Captain Red? Naja, wie gesagt, mit ihm wird einfach nicht mehr so viel Geld gemacht wie früher. Ja, aber das ist doch normal. Zeit vergeht und die Leute haben es satt, dasselbe immer und immer wieder zu sehen. Das soll normal sein? Captain Red ist auf seinem Zenit. Er ist in einer beinahe festen Beziehung mit Super Zuckerschnecke und sein Erzfeind Moose Man ist fast besiegt. Für immer. Moose Man? Du meinst den Typen, der Schokomus aus seinen Händen schießt? Meine Fresse, Charlie. Sogar seine Feinde sind lahm. Hey, ganz vorsichtig. Das ist meine Lieblingssaga, von der du da redest. Wähle deine Worte weise und denk an meine ausfahrbaren Klauen. Oha, ja. Würde die nie vergessen. Wie hat er nochmal seine Superkräfte bekommen? Oh, das ist eine faszinierende Geschichte. Sein Name war Tim Willer. Er war ein normaler Junge, der Paintball liebte. Er war nicht besonders gut und hatte keine vernünftige Ausrüstung, aber er hat nie aufgegeben. Also war er ein Loser. Er war nicht so begabt wie der Rest, etwas schwach für sein Alter. Und er hatte immer einen gelben Trainingsanzug an, statt Tarnklamotten. Klar, dass sich die anderen über ihn lustig gemacht haben. Eines Tages, als er genug davon hatte, ständig nur verarscht zu werden, entschloss er sich, die Kapitänsuniform seines Vaters zu tragen. Unglücklicherweise entging ihm, dass es eine Paradeuniform war mit Hut und Abzeichen und so. Oh mein Gott, was für ein großer, fetter Loser. Das Match fand in einem verlassenen Industriepark statt, aus dem man einen Umschlagplatz für radioaktiven Abfall gemacht hatte. Angespornt durch die Uniform, trat Tim Willer in den Kampf voller Adrenalin, doch noch immer vergebens. Sie lachten ihn noch schlimmer aus als je zuvor. Tim war drauf und dran, mit gleicher Münze zu antworten, aber bevor er etwas sagen konnte, prasselte ein Hagelsturm von Kugeln auf ihn ein. Nach und nach färbte sich seine Uniform rot, von unten bis oben. Nur sein Hut blieb verschont, denn der erste Paintball riss ihn von seinem Kopf. Während er beschossen wurde, stellte er mit Bedauern fest, dass selbst seine eigenen Kameraden auf ihn angelegt hatten. Als es endlich aufhörte und alle Tim umringten, während er sich unter Schmerzen wand, setzten sie ihm seinen Hut wieder auf, noch immer gnadenlos lachend.
Dann packten sie ihn und stopften ihn in ein altes Fass für radioaktiven Müll, das sie prompt einen Hügel hinunterwarfen. Was sie nicht erwarteten, war, dass das Fass explodierte und den ultimativen Rächer hervorbrachte. Einen Rächer, der nun bereit war, die Scheiße aus ihnen rauszuprügeln. Unglaublich. Der junge Tim Willer existierte nicht mehr. Captain Red wurde geboren. Mit seinen übermenschlichen Kräften, seiner nun radioaktiven Paintball-Knarre und dazu verdammt die Uniform bis in alle Ewigkeit zu tragen, beschützte er seitdem die Gerechten und bestrafte die Grausamen. Wobei er manchmal etwas über die Stränge schlug. Cool. Kann ich mir den Comic mal ausleihen? Captain Red, Ausgabe 1? Keine Chance. Ich bewahre es in einem geheimen Tresor auf. Oho. Tja, wie geht's? Naja, hab nicht viel verkauft. Aber die Atmosphäre ist gut. Ja, man kann kaum einen Meter gehen. Überall heiße Schnecken. Ja, ich weiß, es sind nicht viele Mädchen da, aber wenn sich doch mal einer an meinen Stand verirrt, habe ich einen kleinen Trick, um ihr die Knie weich zu machen. Große Worte. Glaubst du wirklich? Heilige Scheiße, großer Gott. Glaubst du wirklich, damit kriegst du eine rum? Natürlich. Ich habe sie aus einer Legierung gefertigt, die ich Adamantium genannt habe. Oh, der Name ist also von dir, ja? Mann, da ist die Inspiration ja so richtig mit dir durchgegangen. Yep, ich weiß nicht warum, es überkam mich einfach. Tja, dann, wenn das der Plan ist, schrei doch einfach zerstören, wenn du sie ausfährst. Sichere Sache. Hey, das gefällt mir. Alles klar. So, meine Freunde, dann sag ich mal, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder in der Sci-Fi-Con. Weil die Erzählung hat mich auch ermüdet. Und ich denke mal, unter mir, der gute Darth Vader hier, mit dem kann man wahrscheinlich mit einem Lichtschwertkampf dann irgendwann machen. Das mache ich aber erst in der nächsten Folge. Und dann sage ich mal, wenn es euch gefallen hat, ein Abo wäre schön, ein Like und natürlich ein Kommentar. Und denkt daran, die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren. Bis demnächst. Möge der Friede mit euch sein.